So, meine Lieben, willkommen zurück in Wild City. Christoph ist gerade unterwegs und legt unseren kleinen Baumeister nieder für ein Mittagsschläfchen. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt er dann auch noch dazu, aber ich habe mir gedacht, ich nutze die Chance, wenn mal Christoph nicht da ist und zeige euch mal, was ich eigentlich die ganze Zeit so mache. Denn er ist ja nur am U-Bahn bauen und Züge fahren lassen unterwegs, was natürlich super ist, ganz klare Sache. Aber es gibt ja auch noch andere Teile unserer Stadt, die genauso interessant sind. Und das ist zum Beispiel dieser Teil hier, nämlich der Zoo von Wild City. Und ich habe mir gedacht, den zeige ich euch heute, was wir da alles, oder speziell was ich da alles verändert habe. Ich werde es dann auch Christoph noch zeigen. Mal schauen, was der dazu sagt. Ich bin schon gespannt. Und ja, warum bauen wir jetzt eigentlich unseren Zoo um? Ihr seht, ich habe da schon einiges umgerissen. Das ist, weil ihr uns oft geschrieben habt, und das nehmen wir natürlich ernst, dass unser Zoo zu klein ist. Und da stimme ich euch vollkommen zu, denn die Tiere sollten nicht in so kleinen Gehegen sein. Aber natürlich, das war, glaube ich, ziemlich das erste Mock, das wir gemacht haben. Und damals hatten wir noch nicht so viele Steine, geschweige denn von Platten. Und natürlich ist er dann dementsprechend klein ausgefallen. Also wenn ihr euch das mal hier anschauen würdet oder hier anschaut mit mir, dann seht ihr, dass unser Zoo, also der originale Zoo, jetzt ist er natürlich genau seitenverkehrt, denn eigentlich war das Aquarium immer hier drüben und das Restaurant war auch hier drüben. Aber an sich, das war die Grundplatte von unserem Zoo, wie gesagt, dann eben mit Aquarium auf der anderen Seite, Restaurant auf der anderen Seite. Und dann hatten wir noch diesen Teil hier dabei, der ist auch noch original von unserem Zoo mit diesen zwei Elefanten. Dem Baby Fanto, der ist auch hier drüben, genau. Und das habe ich jetzt mal hier auseinandergebaut, weil ich mir gedacht habe, ja, bei der Erweiterung kommt das alles wird das alles ein bisschen größer, ein bisschen weiter. Die Elefanten waren übrigens zuerst hier drinnen, also nur, dass man sich das vorstellen kann. Wirklich alles sehr komprimiert. Ihr könnt euch natürlich auch noch die alten Videos anschauen. Ich finde das immer als Gegenüberstellung immer ganz interessant, wie vorher und nachher dann wirklich aussieht. Natürlich sind wir noch nicht so weit, dass wir ja euch das vollständige, fertige Ergebnis zeigen können. Aber ich habe nicht nur, wie ich euch gerade gezeigt habe, hier einfach die Sachen umgestellt, sondern, und ihr seht's, ihr erinnert euch sicher an diese kleinen Gehege, die wir hier drinnen haben mit den Spinnen und Schlangen und Fröschen und was weiß ich nicht was. Die waren immer sehr, sehr dunkel. Und ich habe jetzt mir gedacht, das wäre doch cool, wenn ich hier hinten quasi, warte, ich zeige euch das gleich, das alles ein bisschen auflockere. Also diese Wand hier ein bisschen auflockere, mit ein paar Fenstern, und dann kommt da auch um einiges mehr Licht in diese Gehege hinein. Außerdem habe ich mir gedacht, das wäre doch auch nett, für die Leute, die am Überlegen sind, ob sie in unseren Zoo kommen sollen, dass sie hier quasi eine Art Sneak Peek haben und dann sich denken, ach, ich glaube, dieser Zoo ist sehr interessant, den möchte ich mir mal genauer anschauen. Und dann kommen sie und verbringen einen Tag hier im Wild City Zoo. Alles andere hat sich hier nicht verändert. Wie gesagt, eigentlich ist diese Fassade noch die gleiche. Es sind nur diese Glaspaneele neu. Und natürlich auch unser Zoo, genau, das Eingangstor ist noch immer das gleiche, auch das Kassaständchen ist noch immer das gleiche, also hier hat sich nichts getan. Genau, ich habe mir gedacht, dass man nicht nur eben hier diese Glaspaneele einbauen könnte, damit das alles ein bisschen heller ist, sondern das auch an anderen Stellen machen kann. Und ich muss sagen, das ist schon wirklich, also das ist 101. Man sieht jetzt wirklich auch besser hier die Tiere hier drinnen. Ein bisschen dunkel darf es ja sein, weil es sind ja diese creepy
ganz, ganz zum Beispiel gefährlichen Skorpione, die hier drinnen sind, und auch ganz gefährliche und giftige Spinnen. Und da denke ich mir, da kann es ruhig ein bisschen dunkler sein als zum Beispiel bei den Vögeln. Aber ja, dann, man sollte ja doch auch etwas sehen. Wie gesagt, das Aquarium habe ich hier umgestellt und auch hier habe ich mir gedacht, das wäre doch nett, wenn vom Affengehege ein Fenster Richtung Aquarium führen würde, damit man, wenn man zum Beispiel beim Aquarium gerade ansteht, damit man in diesen Haupttunnel hinein kann, dass man auch nochmal einen Blick zu den Affen werfen kann, beziehungsweise hier hinwerfen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird ein erweitertes Krokodilgehege. Glaube ich. Ich weiß es noch nicht genau, aber irgend sowas wahrscheinlich in der Art. Denn ihr seht, das Krokodilgehege war bisher nur so groß mit unseren drei großen Krokodilen. Das war wirklich sehr klein. Ich gebe es auch zu, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, der Teilemangel hat es damals nicht anders möglich gemacht. Und deswegen bin ich am Überlegen. Oh! Na! Hallo! Falscher Lichtschalter, ich habe nicht gewusst, dass ihr hier seid. Also, offensichtlich schläft der kleine Baumeister, aber dass der große Baumeister uns jetzt dann auch noch das Licht abdreht, das ist jetzt nicht so ideal. Naja, apropos, was sagt euch das hier? Ja. Das war ein Kampf zwischen Rita und einem Polybag. Und ja, die Schere hat verloren. Ich habe auch verloren. Ich weiß nicht, ob das Polybag schon offen ist, denn es war nicht dieses hier, sondern ein anderes. Aber ja, jetzt kann ich mir nicht mal mehr meine Nägel schneiden. Nein, ich bin dann runtergegangen und habe eine gescheite Schere genommen. Aber ich sehe, ihr schaut euch gerade den Zoo an. Ja. Und das finde ich formidabel, denn das ist ja ein Projekt, welches schon längere Zeit bei uns auf der Liste steht. Richtig. Und da haben wir viele Ideen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das unser erstes großes Mock war? Ich war mir nicht mehr sicher, ob es das allererste war. Aber ich Oder eines auch. Der ersten. Auf jeden Fall haben wir das gebaut und später erst das Einkaufszentrum. Damals noch ohne Wild City, denn die Stadt hat es damals nicht gegeben. Auch mit einem verschwindend geringen Teilearsenal. Ja. Ich glaube, heute haben wir 10-mal, wenn nicht 100-mal so viele Steine. Ja. Und ja, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich weiß auch nicht, hier herum. Was ihr gerade sprecht und redet, aber naja. Ich höre zu, ist kein Problem. Wir waren gerade bei den Krokodilen, wo gerade noch das Gehege offen ist, aber sie sind sehr brav, sie bleiben dort, wo sie bleiben sollen. Ich habe euch ja mal gefragt, und das amüsiert mich ja bis heute, ob ich die Flamingos, die ich jetzt hier drüben platziert habe, ob ich die ins Krokodilgehege geben soll. Und ja, eine sehr nette Antwort habe ich da bekommen, was Krokodile nicht alles fressen und auch Flamingos. Deswegen machen wir das nicht. Nein, wir das lieber nicht. Aber gut, ich überlege mir da noch, was dann noch dazukommen kann. Irgendwas finden wir das sicherlich. Auf jeden Fall soll das alles, wie gesagt, ein bisschen größer werden. Ihr seht, das Affengehege wird ein bisschen größer. Ich habe hier auch die Affen von Raya hier hineingegeben. Die sind ja super süß, die werde ich dann noch irgendwie anders platzieren, aber nur, dass ihr das seht. Auch dieses Schild ist übrigens auch von Raya, das kommt auch irgendwo hierher. Und ja, wir wollen, wie gesagt, diese ganzen Gehege etwas größer gestalten. Ich möchte gerne einen Streichelzoo machen, vielleicht mit diesen Tieren hier. Ja, das sind die einzigen, wo ich mir gedacht habe, die sind streichelwürdig, ohne dass man sich da verletzen würde. Es gäbe, glaube ich, auch noch Ziegen, aber die sind relativ selten. Vielleicht kann man Kamele streicheln, ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Aber ja, die... Naja, aber die tun, glaube ich, auf jeden Fall ganz praktisch, ja. Genau. Und dann haben wir ein paar Faultiere, da werde ich auch noch ein separates Gehege wahrscheinlich irgendwie machen. Und genau, dann sind wir auch schon hier hinten bei den Giraffen, Elefanten und Flamingos. Und da bin ich am Überlegen, ob man da eine Art Safari-Gehege macht, dass man quasi die zusammengibt und einfach ein größeres Safari-Gehege überlegt. Das würde von mir grünes Licht bekommen. Hier drüben übrigens, da habe ich noch keine Mauer gebaut, denn die müssten wir dann, ich gebe hier mal das Sackerl da weg,
Die müssten wir dann irgendwie eben auch so rund formen, habe ich mir gedacht. Und ich war mir nicht sicher, ob Christoph jetzt die Mauer hier haben möchte oder vielleicht noch ein bisschen weiter heraus versetzen möchte. Deswegen habe ich das noch nicht fertig gebaut. Aber ihr seht es auch hier, habe ich ja, solche Fenster eingebaut. Ihr kennt mich, wenn ich baue, ist immer überall Chaos. Naja, habe ich hier Fenster eingebaut, damit man, wenn man mit dem Zug fährt, auch wieder diese Art Sneak Peek hat. Und ich finde das einfach immer so nett, diese Minifiguren-Szenen, die man sonst vielleicht nicht so gut sehen würde, wie zum Beispiel hier dieser Papa, der zwei Eise kauft für sich und seine Frau und die Frau bedüdelt gerade das Baby da hinten. Das würde man vielleicht nicht so gut sehen und eben, wenn man hier hineinschaut, sieht man das um einiges besser. Genauso auch hier sieht man die Krokodile von hinten und... Da muss man aber mit einem langsamen Zug fahren, wenn da der ICE vorbei düst mit 300 km/h, glaube ich nicht, dass man viel von den Krokodilen sehen wird. Ja, da ist man dann selber schon. Oder man muss darauf spekulieren, dass der Zug genau dort hinten, wo die Hinterseite des Zoos ist, eine Panne hat. Ja, oder vielleicht stoppt er extra bei jedem Fenster. Das könnte sein, ja. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir hier, also Rita hat übrigens meine Monorail demontiert, wir können sie jetzt nicht mal fahren lassen momentan. Richtig. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir hier, also die eine Stütze ist, hat sie überhaupt weggegeben, keine Ahnung, wo die hin ist. Die ist da drüben. Dass wir hier den Bereich, den sie jetzt hier schon begonnen hat, hier ein bisschen noch zu vergrößern, dass der Zoo noch hier um 5 oder 6 Noppen in Richtung der Bahngleise wandert, denn hier ist sowieso nur die Zugstrecke, sonst nichts. Das ist irgendwie totes Gelände hier, also man könnte hier ruhig... Aber ich habe mir nur gedacht, nicht, dass du wieder sagst, dann kommt der Zug da nicht vorbei. Bei einer Geraden ist das nicht so ein Problem. Ich glaube, diese Stütze hier könnte ein Problem werden. Ich weiß auch gar nicht, ob die vorher schon hier gestanden ist. Aber wenn der Zoo hier bis hier hinten ginge, würde hier noch jeder Zug vorbeikommen und wir hätten hier, außer ihr habt eine tolle Idee, was wir hier mit diesem, einen Schublädchen breiten Areal machen können. aber ansonsten würde ich sagen, würde sich das anbieten und wir hätten dann auch das coole Feeling, dass die Monorail dann nicht nur beim Zoo vorbei fährt, sondern auch sogar durch den Zoo durch, denn dann wäre ja die Stütze hier direkt zur Gänze in dem Zoo. Der Ticketpreis erhöht sich um das 500-fache. Ich bin gespannt, ob dann überhaupt noch Leute in den Zoo gehen, wenn sie ja vom Zug und von der Monorail aus schon alles sehen und der Zug bei jedem Fenster stehen bleibt. Das wird ja auf jeden Fall interessant. Dass die Leute interessiert werden und wenn dann nur so ein Zaun ist, wo man gar nicht hineinsieht, nachher wollen die Leute gar nicht hin. Das ist richtig, ja. Genau. Falls ihr euch fragt, was diese armen Tierchen hier oben machen, ihr habt es gesehen, ich habe mein Tierlädchen ausgepackt und habe geschmökert und noch ein paar Tierchen gefunden, die hier in das Aquarium könnten, beziehungsweise eben diese anderen Tierchen. Und ja, die werde ich dann mal aufbauen. Was ich übrigens auch noch vorhabe, wir haben ja schon ein Essschwänchen. Das ist ja original, der klimpert da herum. Das ist ja original noch von der ersten Version hier, unser kleines Fressständchen mit Eiscreme und Brezen, also ein paar Kleinigkeiten. Aber ich möchte natürlich auch noch so einen Souvenirstand, wo man dann den Kiddies ein Plüschtier kaufen muss. Na klar, das liegt wieder nur an die Kommerzialisierung des Zoos denkt. Wir die Tiere müssen ja sind überleben. Ihr egal. Ja, die Tiere sind ihr egal, aber sie will Plüschtiere richtig verkaufen. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass wir jetzt den Zoo endlich mal angehen. Ja. Ich habe auch schon solche Logpieces bestellt, denn von denen werden wir noch einige gebrauchen, denke ich. Ihr könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendwelche anderen Ideen habt, wie wir die Gehege Umrandungen und auch die Umrandung des gesamten Zoos gestalten können. Das haben wir damals nur mit diesen Teilen gemacht. Erstens, weil wir es bei Jangbricks gesehen haben, der ja auch so einen Zoo hatte. Mittlerweile ist er abgerissen worden, er baut ja einen neuen. Und weil diese Teile hier bei uns zur Verfügung standen, weil wir die hatten. Genau in dem Ausmaß, wie wir sie vom Zoo her jetzt in den Größenverhältnissen machbar gemacht haben. Aber der Zoo wird jetzt, ich glaube, fast dreimal so groß und das freut mich sehr. Wie viele Bodenplatten sind das jetzt, damit man sich das noch besser vorstellen kann?
Das ist etwas schwer zu sagen, weil natürlich die Bodenplatten, die wir hier verwenden, zum Teil alte Bodenplatten sind, ja, die keine 32er sind, sondern 24er. Aber es sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal, ja, je nachdem wie weit wir hier herausgehen, fast 3 Bodenplatten, also 18 Bodenplatten, wenn man das Restaurant abzieht. Aber das gehört ja auch dem Eigentümer des Zoos. 18 Bodenplatten. Das ist aber richtig viel. Ja, natürlich. Aber es kommt darauf an, wie weit du hier den Zoo herausbaust. Sonst sind es nur 15 oder 16. Ich weiß nicht. Ich bin kein guter Mathematiker. Der ganze Bereich hier ist auf jeden Fall neu. Also der Zoo war vorher nur in dieser Dimension. Und ich würde auch sagen, wir maximieren hier unseren Platz. Wir bauen das hier noch ein bisschen heraus. Vielleicht auch sogar auf der anderen Seite. Das Elefantengehege kommt noch ein paar Noppen nach hinten. Dann haben wir wirklich sehr viel Platz, können größere Gehege bauen und bringen auch noch das ein oder andere Getier hier unter. Also falls ihr noch Ideen habt, was wir noch brauchen in unserem Zoo und auch welche Tiere wir noch brauchen, und bitte denkt aber auch ein bisschen daran, ob die erschwinglich sind oder nicht, denn so eine gute Idee wie die mit den Ziegen oder diese beiden Herrschaften hier. Ich, ja genau. Aber irgendwas Erschwingliches, da sind wir dann auf jeden Fall dabei, falls wir da was übersehen haben, und dann werden wir hier, ja, bald einen riesengroßen Zoo haben. Darf ich noch was sagen? Ich müsste direkt einmal nachschauen, ob die Elefanten jetzt im Preis gesunken sind, nachdem ja diese vom letzten Jahr sehr erfolgreiche City-Serie mit dieser Tierrettung auch Elefanten beinhaltet hat. Diese hier haben wir damals noch um ungefähr 35 Euro pro Stück gekauft. Die waren ja bei einem, ich weiß nicht, war das Prince of Persia oder war das die Adventurers-Serie? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da waren ja die dabei, einmal in einem Set dunkel und einmal hell. Ja. Die waren unerschwinglich. Wir haben uns beide gekauft, weil wir gedacht haben, Elefanten müssen sein. Ja. Jetzt geht es hier weiter und sie haben wirklich sehr wenig Platz gehabt. Da habt ihr das immer, immer recht gehabt. Ja, also, ihr seht, es geht wieder mal was weiter, was nichts mit Zügen zu tun hat, auf jeden Fall nicht direkt, indirekt natürlich schon mit der Monorail und dem ganzen Zeugs, aber ich denke mir, ein bisschen Abwechslung, ein paar Tiere ist auch nicht schlecht, und ja, falls ihr da auch Ideen habt, natürlich wie immer in die Kommentare, wäre ich euch sehr dankbar, und dann steht einem riesengroßen, wunderschönen Zoo mit allen Annehmlichkeiten nichts mehr im Weg, würde ich sagen. Genau. Da wird Jane Briggs seinen neuen Zoo, sobald er denn mal fertig ist, wieder abreißen. Genau. Er wird es genauso ihn machen. Dann nach unserem Vorbild wieder aufbauen. Genau. Liebe Grüße an dich, lieber Jane. Du schaust wahrscheinlich unsere Videos nicht, aber trotzdem. Und schöne Grüße an alle, die heute eingeschaltet haben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wahrscheinlich bis zu einem Zugvideo oder doch einem Zoovideo. Wer weiß. Wir werden sehen. Tschüss.